So, und wir sind zurück zum Finale. Kochi HSV gegen den Darth Vader. Modus jetzt Best of 9, also 5 Lex braucht man auf der Habenseite, um den Qualifier Nummer 5 als Turniersieger abzuschließen. Und es wird auf jeden Fall einen neuen Sieger geben in der fünften Runde. Der Leo mit 2 Siegen, ich glaube einmal der Martini-Data erfolgreich. Der Tobartel, unser Tobi, hat ein Turnier gewonnen. Ja, und auch der Finn heute wieder stark unterwegs gewesen, hier fast das Finale erreicht. Man... muss ich mal vor Augen führen, der Junge ist 15 und was der hier ans Dartbrett ballert, hervorragend. So, ich mach noch eine Runde mit euch. So, und nochmal ein ganz herzlich gemeintes in die Runde und dann wünsche ich uns allen jetzt nochmal viel Spaß mit dem letzten Match heute Abend, Kochi gegen Darth Vader. Und das Match ist hiermit eröffnet und beginnt, glaube ich, hier mit dem Steady vom Darth Vader, der das Bullen für sich entscheiden konnte, somit jetzt die 3 Darts mehr hat. Koche ich mit der Triple 5, glaube ich. 65, okay. So, und auch jetzt hier nochmal die Gelegenheit, euch nochmal 10% im Shop von 1896 Streetwear einzuheimsen. Ansonsten solltet ihr euch heute noch nicht für eine Klamotte entscheiden können. Auch bei den anderen Turnieren habt ihr die Möglichkeit. Und im Finale auch nochmal ein paar Preise obendrauf zu den beiden Pokalen. Ich zeig die beiden nochmal. Habe ich heute noch nicht. Die beiden Klopapierrollen. So, hier da fürs B-Finale und der große Bruder fürs A-Finale. Kannst du auch hin, kannst du auch. Ich sehe dich auch im A-Finale, dass du mit dabei bist. Also, was du hier spielst, Hut ab. So, und hier auch nochmal ein Sound, der auch für die Abonnenten möglich ist. Thank you, come again. Von Simpsons, der Apu. Ansonsten, Ausrufezeichen. Hey, Ausrufezeichen, Sub-Sounds. Da könnt ihr euch nochmal 9 Sounds sichern, die nur ihr abspielen könnt. Da werden demnächst noch ein paar dazukommen. Also, auch ein Abo lohnt sich hier. Könnt ihr das Ganze werbefrei genießen. Und ihr unterstützt uns hier bei der Sache, auch bei den Donations und den Bits. Ich stecke mir das nicht alle in die eigene Tasche, sondern das geht alles zugunsten des Vereins. Hey, und hier den Doppel. So, Leon. Hop. Was ist da los? Gucke gleich nach. Das mache ich mal eben direkt. Da muss ich in den Nightbot nochmal reingucken. Neun Stück sind das an der Zahl.
Ahnung, warum der jetzt hier gerade nicht funktioniert. Okay, ja, welche sind das? Gute Frage. Pflege ich demnächst nach, aber ich kann es ja mal so hier sagen. Das ist einmal von Werner die Flasche vom Fußballspiel, von Simpsons Nelson das Haha. Dann von Apo gerade, nein doch, Oh ist mit dabei. Dann hey, der Sound. T-Boy. Der Sound für Illuminati, Jeopardy. Dann haben wir hier noch ein bisschen was. Ihr haut euch jetzt alle gegenseitig in die Fresse. Und wer übrig bleibt, der kriegt die Bohnen. Dann gibt's noch den Knaller von Didi Haderford und A Celebration. Aber da werden noch einige Folgen. Sind jetzt nicht unbedingt Dart-Sounds, aber auch da werden noch welche Folgen, ein paar lustige Sachen. So, und die drei Darts mehr vom Darth Vader hier schon mal abgenommen mit dem Set-Gewinn oder Leck-Gewinn vom Cocky. So, und wer die Gelegenheit nochmal nutzen möchte, um uns zu unterstützen, auf jeden Fall Follow drücken hier unterm Kanal über Bits. Und Spenden freuen wir uns natürlich in jeglicher Höhe. Wir wissen, jede einzelne Spende zu schätzen, ob 1 Euro oder 10 Euro, was auch immer. Über die Bits natürlich und über Abos. Wie gesagt, wer von euch Twitch Prime hat, einmal mit dem Twitch-Account verknüpfen und ihr könnt pro Monat ein Sub kostenlos vergeben. Koche hier mit dem Big Fish, aber mit 45 lässt er sich 125 Rest. Ich glaube, verpasst hier das Bull. Ich glaube, 76 Rest bleiben beim Curry. Ne, 78. Das sind 158 Rest im Finish-Bereich jetzt. So, ich habe den Bot jetzt nochmal erweitert. Jetzt dürfte es aber klappen. Auch mit Sounds. So. Da kommt man gerade gar nichts. Vielleicht ist da noch ein Cooldown drauf. Ah, da sind sie doch. Also die, die das Abo haben, können es natürlich schon abspielen. Auch ihr kriegt diese Sounds natürlich. Und Kochi erhöht ja auf 2-0. Bestätigt damit das Break. Was haben die Illuminaten und unser Verein Gandalf Smarty damit zu tun?
HP. Starke Darts hier von Cory. 140. Ah, Maurice, da hat der Leon den Rang abgelaufen. Oh, schließt dir, glaube ich, nochmal mit dem Treppel ab. 95! Ansonsten habt ihr Wünsche an Sounds, dann doch auch gerne mal in die Kommentare oder in den Chat. Auch die normalen Sounds, die für jedermann zur Verfügung stehen, haben wir nochmal erweitert um eine ganze Menge. Ich glaube, der Lolli ist heute im Live-Match noch nicht gefallen, aber auch den gibt es. Ah, der Darth Vader hier mit Problemen im Scoring. 030 is now following. Kai, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen bei uns. Du bist ja gerade richtig beim Finale im 5. Qualifier zur Web Trophy. 85! 125 fehlen noch, ja, ich glaube. Die 125 notiere ich mir mal. Aber auch wir entwickeln uns hier natürlich immer weiter. Ja, sehr schön, Leon. Heute arbeiten. Und der Koch hier erhöht ja auf 3:0 und ja, ist er seinem ersten Turniersieg bei der Web Trophy 21 ein ganzes Stück näher gekommen. Aber ich bin mir sicher, der Darth Vader wird hier nochmal alles in die Waagschale werfen. 83! Hier beim Copy. Oh, nur eine 45 hier als Antwort. Ja, das ist gar nicht so einfach. Also auch bei den Leuten, die hier mitmachen. Auch heute wieder richtig gute Leute dabei. Also der Dartclan, also Cory ist heute in seiner Gruppe Dritter geworden. Also hatte da wohl arge Probleme, aber ich sag mal, ein Anyman war heute nicht dabei, ein Leo 180 war heute nicht dabei. Und ja, auch der Grieche, der heute mitgemacht hat, der weiß, wo die Darts hingehören. 81! Also ein Selbstläufer geht das nicht, also... Also ich befürchte fast, dass Leute, die eigentlich ins A-Finale gehören, ins B-Finale rutschen werden, weil so viele Leute mitmachen, die dieses Niveau spielen. Also kann ich mir gut vorstellen. Also der Martini-Data, der Dartclan, Leon 180, der Deister ist hier ziemlich gut unterwegs, Cory, Leon. Wenn der Tobi öfter mitspielen würde, der Chrissy heute wieder gut dabei gewesen. Im Viertelfinale. Und heute gibt es auch nochmal richtig Punkte bei 24 Teilnehmern. Ja, der Grieche heute das erste Mal dabei gewesen, wenn der regelmäßig mitmacht. Das ist schon richtig. Vor allen Dingen die Leute, ja, die da unter die Top 8 gehören, wenn die mitspielen, ich sag mal, die scheiden ja auch nicht unbedingt in der Vorrunde aus. Also auch die Differenz, die man sich da an Punkten erspielt, die ist dann ja nicht so riesig, ne? Und der Darth Vader findet sich ja auf dem Scoreboard wieder.
verkürzt auf 1-3 und das war ein Break, hat jetzt die Chance mit drei Darts mehr in der Hand, sich den Anschluss zu holen. Ja, und auch der Darkan heute im Achtelfinale musste er gegen Kochi ran. Also gut, dass ich das Leck mehr auf der harten Seite hatte, sonst hätte ich im Achtelfinale gegen Kochi müssen, weil eben Kochi Dritter in der Gruppe geworden ist, wovon ja eigentlich auch nicht auszugehen ist. Also so kann das dann halt auch laufen, dass du im Achtelfinale schon auf jemanden triffst, der potenziell eigentlich ins Finale gehört. Also das Turnier hat hier schon ein ordentliches Niveau, das muss man sagen. Aber auch, ich sag mal, die Leute, die jetzt vielleicht nicht in die A-Kategorie gehören, also ich sag mal, die so an die B-Kategorie anklopfen, wie ein Carsten oder auch Maurice, muss man sagen, die steigern sich hier. Also muss man wirklich sagen, auch Maurice hat heute im Spiel gegen mich zumindest keine Grütze geworfen. Also sein 50er Average hat er auch geworfen. Also ich glaube, dass daran war für Maurice vor einem halben Jahr auch noch nicht anzudenken. Also der macht hier ordentliche Matches. Auch. Wir spielen momentan unsere Winter League. Das ist ein vereinsinterner Wettbewerb. Da hat der Maurice, das ist ein Wettbewerb, da spielen wir Best of 5, Best of 5. Da hat er mir einen ganzen Satz abgenommen. Und das auch zu Recht. Also ja, wer weiß. Kommt drauf an, wer mitmacht, wie viele Teilnehmer, wie viele Punkte gibt es. Aber die Differenzen zwischen den ganzen Leuten ist nicht so wirklich groß. Also Finn, heute wirst du auf jeden Fall Boden gut gemacht haben mit dem Halbfinale. Das sind, glaube ich, 144 Punkte, die du mal eben dazu bekommst. So ist das. Halbfinale, 144 Zähler. Leon Web Trophy 21. Genau so. Ja, und Leon, heute haben wir auch das Community-Ziel erreicht. Und das direkt beim Losen. Also, da haben sie das Community-Ziel mal komplett eingerannt. Also wird es auch den 12-Stunden-Stream geben, aber leider nicht mehr im Februar. Sondern das wird das erste Wochenende im März dann sein. Der Februar ist schon so pickepacke voll. Wir haben noch einen Samstags-Qualifier von der Web-Trophy und die beiden Finals. Also bleibt ja eigentlich nur noch das erste Wochenende übrig, also das nächste. Und das ist an Vorbereitungszeit dann relativ wenig. Deswegen wird es am ersten März-Wochenende sein. Also da gibt es auf jeden Fall dann für euch 12-Stunden-Stream. Wir werden dann um 12 Uhr anfangen und das Turnier wird im WM-Modus dann stattfinden. Der Darth Vader bringt oder bestätigt seinen Break und verkürzt hier auf 2-3. Ja, wird dann im WM-Modus stattfinden. Ob das Best of 5, Best of 5 ist, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall im Set-Modus. Und auch dafür wird es eine separate Anmeldung geben und ich werde mir natürlich auch ein paar schöne Preise dafür aushängen. Also Jungs, wenn ihr da noch einen Taler für mich, uns übrig habt, gerne her damit. Kommt auch euch dann wieder zugute.
Maurice, das können wir gerne mal schauen. Halten wir uns offen. Servus, John Player. Grüß dich. Aber muss auch, ich glaube, das ist auch jeden einleuchtend, dass ich bei dem Turnier nicht jedes Spiel live zeigen kann. Aber ich werde das ordentlich vorbereiten. 12 bis 24 Uhr wird dann der 12-Stunden-Stream sein. Vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn es notwendig ist. Aber die 12 Stunden machen wir. Die habt ihr euch verdient. Ja, ich war zwischendurch so ein bisschen am Zweifeln, ob die Ziele tatsächlich erreicht wird. Aber am Ende habt ihr dann nochmal richtig Gas gegeben. Ja, und wir haben auch ein neues Ziel. Und zwar 501 Follower als Ziel. Die 501 brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Und auch dafür haben wir uns eine schöne Geschichte ausgedacht. Aber das Ganze gibt es dann natürlich, wenn wir vor den Toren dieses Ziels stehen werden. Liegt an euch. Was ich auf jeden Fall schon mal versprechen kann, dass ich dann auf jeden Fall ein nägelnagelneues Dartboard verlosen werde. Aber der Rest wird jetzt noch nicht verraten. 100. It was incredible when Eieiei, kochen hier über Tops. Und Marcel jetzt mit drei frischen Darts mit der Möglichkeit zum Ausgleich. Ein auf Doppel-10 noch. Der hängt. Und das Spiel ist wieder offen. Nach 3:0 Führung haben wir ein 3:3. So. Ja, und der Leon hat es gerade vorgemacht, Ausrufezeichen Webtrophy 21. Wenn ihr die anderen Termine noch haben wollt, der 3.2. wird der nächste Termin sein. Das ist dann nächsten Mittwoch. Dann haben wir den 10.2. wieder ein Mittwoch. Den 13.2. das wird dann der zweite Samstagstermin sein. Auch da sollten genug Leute mitmachen. Wird es auch eine Trostrunde geben mit einem kleinen Special. Und der 17.2. ist dann definitiv die letzte Möglichkeit, um euch in eins der beiden Finals zu spielen. Am Samstag, den 13.2., gibt es dann, oder ist die Anmeldung, beziehungsweise ist alles eine Stunde früher, also Anmeldung dann bis 15.30 Uhr und um 17.30 Uhr startet das Turnier dann. 85! Hier wieder eine gute Gelegenheit für den Darth Vader, hier in das Leck vom Kochi reinzugrätschen. Oh, einer rutscht in die 5. Ich glaube 44, wenn ich mich nicht versehe. 29 sogar nur. So, und Quizfrage an den Chat. Aus welchem Spiel kommt der aktuelle Soundtrack, der jetzt gerade läuft? Nicht so schwer. Ich glaube, zwei sind im Triple. Ich
glaube, eine Tonne Rest bleibt hier stehen. Ne, 100. Die 140 bleibt also Rest. Ne, doch eine 140. So, der Finn hat gerade beim Practice Darts also einen Lolli geworfen anscheinend. 85! Noch keine Antworten auf meine Quizfrage. Also, Leon kennt sich anscheinend nur mit Darts aus, nicht mit Videospielen. Und der Kochi erhöht jetzt, oder beziehungsweise findet die Bremse mit einem Break und führt jetzt 4-3 und steht noch ein Leg entfernt von seinem Turniersieg. Jetzt ist der Marcel natürlich gefragt. Was ich zum Finale sage, ich glaube, beide können tatsächlich noch ein bisschen mehr. Also, ich würde jetzt auch mal in die Stats reinschauen. 65er und 61er Average. Ja. Also, auf jeden Fall. Ich würde von Kochi sagen. Solide. Und beim Darth Vader, der kann definitiv mehr. Also, das ist auch nicht negativ gemeint, aber ich habe beide schon oft genug Dart spielen gesehen. Und ich glaube, da ist noch ein bisschen was im Köcher eigentlich. Die Doppelquote bei Kochi mit 33% natürlich völlig in Ordnung. 66er Average. Aber überhaupt gar keine Kritik. Also das ist definitiv ein ansehnliches Spiel. So ist das nicht. Und eine starke 140 vom Darth Vader und na jetzt. Nicht die Mama, nicht die Mama, nicht die Mama. So, Till, vielen Dank für 50 Bits, aber da muss ich erstmal den... Wer noch? Da fehlt ja erstmal der hier. Till, vielen Dank für 50 Bits. Und für alle, die sich gefragt haben, wo der letzte Soundtrack herkam, das war von Zelda. So, diesen Soundtrack dürfte jeder Nintendo-Fan irgendwo herkennen. Oh, Kochi kommt jetzt hier nochmal dran. Ey, 26 hier. Nee, 45 waren es. Ich entschuldige mich. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Okay. Mann, es wurde sich mal im Chat gewünscht, dass ich die Musik leise mache. So, ich habe jetzt nochmal einen Tick draufgelegt. Dann kann es natürlich auch keiner raten, wenn man es nicht hört. Eieiei, schöne Darts jetzt hier von Darth Vader. 20 Rest. Kochi kriegt ja ein Matchstart. Der hängt noch nicht. Und Marcel hier mit 3 Darts auf die Doppel-10 fürs Rebreak. Ist hier passiert. Und wir gehen hier im Finale in den Decider. Boah, Leute, wir kriegen hier nochmal ordentlich was geboten. Und jetzt der Darth Vader wieder mit den 3 Darts mehr. Auf jeden Fall hat ja auf jeden Fall Kampfgeist gezeigt beim 0-3 Rückstand. Auf 3-3 verkürzt und jetzt auch hier nochmal den Ausgleich geholt, um die 3 Darts mehr mitzunehmen.
Puh, schwierig. Ich würde jetzt sagen Marcel. Ich glaube, er hat jetzt die Karten in der Hand. Aber wer weiß. Ich hätte vorm Spiel schon 50-50 gesagt. Also, wobei ich bei Marcel einfach nicht weiß, wie der aktuell in Form ist, wie viel er trainiert. Das kann ich natürlich nicht sagen. Ist auf jeden Fall wackelig ins Turnier gestartet, wie Koch hier übrigens auch. Also lag gegen Krümel zum Beispiel im ersten Spiel 1-0 zurück. Aber spricht auch für die Qualität der beiden, dass sie sich auch aus solchen Sachen rausarbeiten können. Ist ja auch immer mentale Stärke, die zu dem Sport jetzt hier dazugehören, ne? Okay. Ja, siehst du, aber diese Infos hatte ich nicht. Aber ich hätte trotzdem vor dem Spiel gesagt 50-50. Ich meine, ich kenne ja auch beide und die können beide in Astrein Dart spielen. Und wenn ich vorhin auf die Frage von geantwortet habe, beide können mehr, ist das auch überhaupt nicht despektierlich gemeint. Ich glaube, das wissen die beiden auch. Das ist alles andere als Kritik. Bleibt oben, wirft ihr, glaube ich, die 100 für 36 West. Hui, und ich glaube, so ist es und ordentlich. Oh, ja, 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 ein auf Bull. Drei Matchstarts hier für den Dart Raider. So, und jetzt werde ich definitiv die Musik einmal beiseite lassen. Für das Finale. Oh, das war die Single 18. Und zweimal. Oh, ja, 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 ja. Oh, drei Matchstarts. Und jetzt der Kochi mit der Möglichkeit. 14 für Doppel 16 Rest. Nimmt sich Zeit. Der erste ist mal ein Matchstart bleibt übrig. Boah, den kann ich nicht sehen. Ich glaube, dass der drin ist. Der ist drin. Ich sag von hier aus, der ist drin. Das ist der Fall. So, das war euer Part. Und Kochi, der ist einmal für dich und auch für dich, Marcel. Richtig cooles Finale, dass du dich nochmal zurückgekämpft hast. Für euch beide. Ja. Glückwunsch, Kochi, zum Turniersieg. Drittes Finale jetzt, glaube ich. Und jetzt hat er sich auch durchsetzen können. Und aber auch Marcel, Hut ab vor dieser Aufholjagd. 0-3 hinten gewesen, da nochmal zum 3-3 und auch zum 4-4 ausgeglichen. Auch hier Matchstarts gehabt. Pui. Und da sehen wir den Kochi auch nochmal mit der Siegerfaust. Die sieht man beim HSV nicht.